Also mein Thema Fehlerkommunikation ist deswegen so wichtig, weil ich glaube, es gibt keinen Bereich in der Medizin, wo Fehler so heftige innere und äußere Folgen haben können wie in der Geburtshilfe. Ich bin in der Vorbereitung, ist es sehr spannend, wie man sich orientiert. Man klebt ja erstmal so an dem Fehler und kommt dann langsam drauf, dass es eigentlich nicht immer um den Fehler geht, sondern es geht, muss es positiver ausdrücken, erstens um die Sicherheit, da muss man eine Kultur entwickeln. Und das Zweite ist, glaube ich, auch ganz wichtig, dass man sich der Stärken besinnt und dessen, was gut läuft. Das heißt, die Fehlerorientierung ist eines, aber die Ausrichtung auch auf das, was man gut macht, ist ganz wichtig. Und gerade bei einer Fehlerverarbeitung geht es auch darum, dass man ganz schnell sich klar wird, dass man im Kern die Dinge gut macht und sich auch darauf wieder besinnt und sich nicht kirre machen lässt, jetzt aus lauter Angst vor Haftpflichtverfolgung jetzt Dinge zu tun, die man sonst gar nicht machen würde. Ich werde ganz am Ende das Märchen vom Rotkäppchen umdefinieren. Das Rotkäppchen ist so ein absolut stressfreies Mädchen, was sich auf eine Wiese bewegt, obwohl es weiß, dass es da den Wolf gibt. Und so wünsche ich mir Geburtshilfe, dass wir die Geburt als eine Wiese betrachten, auf der wir uns bewegen und auf den Wolf nur agieren, sozusagen, wenn er wirklich sichtbar wird und nicht ihn schon jeder hinter jeder Blume vermuten. Das ist eine zentrale Botschaft. Wir sollten zuversichtlich sein und uns auf das besinnen, was wir können und uns nicht immer leiten lassen von dem, was möglicherweise andere an unserer Arbeit nicht gut finden.